Hallo zusammen und willkommen zurück zum Skyward Sword Let's Play. Wir werden in diesem Part uns den Tempel des Himmelblicks weiter anschauen. Im letzten Part haben wir ein nützliches Item bekommen, nämlich den Käfer hier. Und würden dann damit hier die Halle ein bisschen durchsuchen. Davor geht es hier erstmal ein paar nervige Gegner. Und der Gegner vorhin, der war echt hart. So, dann haben wir einen Schmuckschädel bekommen. Weiteres Item, das wir brauchen, um unsere Sachen zu verbessern. Also nehmen wir alles mit. So, mit dem Spinnerich habe ich schon gerechnet. So. Und so, unser Schild war schon ganz schön geschadet. Aber zum Glück ist da noch nichts weiter passiert. Jetzt bräuchte man eigentlich einen Schlüssel, ne? Davor machen wir die ganzen Viecher erstmal hier platt. Und auch eine Monsterkralle finden wir hier gleich. Brauchen wir alles, um unsere Waffen und den Schild zu verbessern. Also bloß nichts wegwerfen. Jetzt habe ich hier zum Beispiel diese eine Kiste, die ich da runtersteuern könnte, wäre das Spinnennetz nicht. Also teile ich das gerade mal mit meinem Käferlich hier. Und er hat mir direkt 20 Rubine beschert. Sehr gut. Und dann könnte ich eigentlich das gleiche auch mit der Spinne machen. Ich brauche dafür ein bisschen Anlauf, weil ich den Käfer doch nicht so arg neigen kann, wie ich das gerne will. So, und haben uns die Arbeit gleich mal erleichtert. Und wäre jetzt erstmal auf Schüsselsuche gegangen mit meinem Käfer. Auf geht's! Und dann geht's ja erstmal hier rein. Anscheinend in der Sackgasse. Leider. Allerdings haben wir 20 Rubine ergattert dabei. Da oben habe ich nochmal eine Kiste gesehen. Könnte auch ein Schlüssel drin sein, vielleicht? Schauen wir mal. So, irgendwas war da. Ah, eine Fee. Alter, ich will die Fee haben. Wah, wah. Yeah, ich habe eine Fee. Sehr schön. So, dann hätte ich jetzt mal weiter... Wäre ich weiter auf die Suche gegangen. Ich glaube, da war ich noch nicht drin. Geht's auch schon nach links. Sehr gut. Wird es wahrscheinlich was zu finden geben hier. Ah, leider nur den Rubin. Ah... Oh. Egal, immerhin Rubine. Dann machen wir uns auf den Weg und gehen da mal durch. Ganzen Rubine nicht vergessen einzusammeln dabei. Es kommt uns alles gut zugute. Ah, da geht es leider nicht mehr weiter. Dann gucken wir mal hier. Ob wir da vielleicht irgendwas finden. Ah, so ein Bernstein-Halbmond. Okay, sonst nichts mehr. Guck ich mal auf, wenn ich eh schon unterwegs bin mit dem Käfer, gucke ich mal auch in der Richtung, ob ich was finden kann. Ah, ein Schalter. Okay. Gehe ich gerade mal noch auf den linken Gang dazu. Mit dem Käfer. Möchte auch mal gucken, ob es da vielleicht noch was gibt. Schlüssel würde ich ja nach wie vor haben. Ha, da schon mal nicht. Aber hier oben vielleicht.
Nee, hier oben wieder nur Rubine. Schade. Aber immerhin haben wir ein paar Rubine dabei ergattert. Und können jetzt da hier schon mal rein. Da ich schon eine Weile nicht mehr gespeichert habe, werde ich das gerade mal machen. Gerade mal nachholen. So, und dann gehen wir hier auch schon mal durch. Wo sind wir denn hier? Da war so ein Bernstein, Halbmond, den ich mir gleich mal holen werde. Alle Materialien sind wichtig. Ah, da geht's auch hoch. Aber erstmal begebe ich mich hier rein. Oh, schon wieder eine Falle. Was soll das? Ist das ja ein Tempel oder? So nicht hier, so nicht. So. Offensichtlich können wir die mich bei alle nicht so gut sehen, beziehungsweise nur zwei von denen. Ah, vielleicht von hier oben aus? Ach, da kam die Spinne runter. Fies. Ah, von hier oben können wir zwar auch nicht die Augen manipulieren, allerdings können wir hier die Kiste nehmen. Nach unten schieben und uns unten dann das so zurechtschieben, dass wir alle drei Augen im Blick haben. Ah, oh, noch eins vor. So, und jetzt seitlich. So, ich hoffe, das reicht schon so. Ne, ein bisschen weit weg bin ich. Aber den einen können wir allerdings noch nicht täuschen. Also nochmal kurz nach rechts geschoben. So geht das. Sehr schön. Gut, dann gehen wir mal wieder hoch. Konnten wir nicht auch von da oben runter? Nee, konnten wir nicht. Dann gehen wir mal wieder auf den Weg zurück, wo wir gekommen sind. Kommen wir da irgendwie rüber? Scheint ja nicht. Aber unser Käfer kann da rüber. Also los! Ah, und haben einen weiteren Schalter aktiviert. Und den Wasserstand erhöht. Müssten wir jetzt eigentlich auch hier hochkommen, jawohl. Spinnen vertragen sich wohl nicht so gut mit Wasser. So, dann krieg ich mal hier durch. Komm auch endlich weiter. So, jetzt haben wir zwar einen Schlüssel, aber ich weiß nicht, wo der Schlüssel hingehört, weil... Ah, doch, stimmt, da war so ein Hochseilakt-Ding. Da könnten wir das brauchen. So ein Balanceakt. Rubinchen.
Erstmal die roten. Dann die grünen. Sehr schön. So, da können wir leider noch nicht durch. Also gehen wir hier rüber. Da haben wir ja was gesehen gehabt. Allerdings gibt es hier überall Dekoranas. Die lassen uns ganz bestimmt nicht in Ruhe rübergehen. Also zerstören wir sie. So, als nächstes sind die beiden dran. Irgendwas ist hier runtergefallen. Ah. So, so geht das. Zu ein paar Rubinen sage ich nicht nein. So, jetzt können wir ja endlich rüber. So. Tür auf und weiter geht's. Oh. Schon wieder eine verschlossene Tür. Hm. Was soll das? Okay. Was bist denn du für einer? Wow. Okay. Wow. Autsch. Wie sollen wir denn besiegen? War's das? Oh. Alle Köpfe gleichzeitig vernichten, okay. Okay, ja, jetzt ist mir klar. Wo bin ich denn hier schon wieder? Wieder so ein Zwischenabteil, so ein Zwischentempel. Gehen wir mal weiter. Wow. Da fliegt er. So, an dem kommen wir nicht vorbei. Dann werden wir einfach den Käfer einsetzen. Hier müssen wir aufpassen. Das ist eine endliche Schlucht. Da müssen wir ganz vorsichtig uns bewegen. Hoppa. So weit, so gut. Jetzt können wir da endlich den Schalter auch betätigen. Und haben uns einen Weg durchgebahnt. Von der anderen Halle zu dieser. Da drüben ist eine silberne Kiste. Etwas wertvoller wahrscheinlich als die anderen. Müssen wir noch hin. Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. Haha, genau wie bei dem anderen haben wir jetzt einfach seine ein bisschen geschüttelt. Und was ist das jetzt hier? Ah, okay. Aber wie macht man die auf? Hm. Dann gehen wir mal hier rüber. Okay. Ach, da müssen wir rüber. Okay. Da haben wir doch unsere Schleuder dafür. Sehr schön. Ah, sehr gut.
springen wir runter. Wow. Doch, ein Sprung ein bisschen unterschätzt. Probieren wir das gleich nochmal. Und auf geht's. Sehr schön. Und dann gehen wir ein bisschen runter. Und schwingen uns hier rüber. Haha! Und haben die Truhe erreicht mit dem Schlüssel. Sehr schön. So, gucken wir mal, wo wir hier noch können. Ja, müssen wir mal hier hoch. Unseren Weg wieder zum Tor finden. Ah, hier rüberspringen. Hoppala. Okay. Dann können wir wieder hier rüber. Haha! Okay, so, wir können jetzt auch gleich durch die Tür. Werde aber jetzt erstmal speichern. Wir könnten auch von der Statue aus wieder nach draußen, wenn wir noch nicht sicher sind, ob wir das schaffen. Aber machen wir jetzt an der Stelle auch nicht. Und ja, für mich geht es jetzt erstmal zu der Truhe da. Ich habe gerade gesehen, dass da noch eine ist. Gibt es bestimmt noch Rubin oder so. Sehr schön. Und dann sehen wir uns im nächsten Part wieder, wenn wir uns dann durch diese Tür begeben und hoffentlich Zelda dafür finden. Bis dann und noch viel Spaß. Ciao.